Fans, Fans vorne, sicher noch Scheiben, Scheiben rufen. Und das ganze Stadion schreit dem entgegen oder pfeift dem entgegen in diesen ersten Spielphasen. Stimmung wie noch nie natürlich hier in Prag in diesen ersten Spielsekunden. Das Publikum, das Eishockey-verrückte Prager Publikum, hofft, bangt und ist auch bereit, seine Mannschaft stimmlich zu unterstützen. Der erste satte Schuss des Spiels kam von Pettersson. Kasatonov, sein Verteidigungskollege. Larionov, die großen Fünf, wie man sie gerne nennt, auf dem Eis. Trotzdem aber die Tschechoslowaken mit Scheiba. Die Tschechoslowaken, die mit der Linie mit Scheiba und Fasek begonnen haben. Und diese ersten Szenen zeigen schon, dass das nicht ein harmloses Freundschaftsspielchen werden wird. Mit sehr viel Intensität sind beide Mannschaften in dieses Spiel gestiegen. Findet Vassiljev nicht mit seinem Pass. Busil. Und die ersten 3,5 Minuten haben uns ein rassiges Eishockey gezeigt und haben uns gezeigt, dass die Tschechoslowaken wirklich super motiviert scheinen für diese Partie. Mehr als das, nicht nur motiviert, sondern bisher, es sind allerdings, wie gesagt, erst 3,5 Minuten zu spielen, bisher scheinen die Tschechoslowaken durchaus auch die Möglichkeiten zu besitzen, diese sowjetische Angriffsmaschinerie zumindest einmal vorläufig zu stoppen.
Wira hat sich in den Schuss geworfen. Benak, Lukács. Ein schöner Pass von Lukács, aber nicht ganz angekommen. Das heißt, hier auch schon wieder Uriva verhindert, dass ein sowjetischer Schuss überhaupt bis zu Schindl vordringt. Kühlendes Eis nötig, und zwar für Drostetski, den sowjetischen Spieler mit der Nummer 13, der in der Torschützenliste wie viele seiner Kameraden, vor allem aus seiner Mannschaft, weit oben stehen. Drostetski im Moment Nummer 4, Makarov führt, Fetisov ist Dritter. Bei den Tschechoslowaken bisher Lukács und Richter, die erfolgreichsten mit je 3 Toren, der nicht schlecht aufzugeben. Gimajew wartet aufs Pulli, er ersetzt Decker Satanov ja als Verteidiger bei dessen Sperre. Heute spielt Gimajew wieder im Sturm. Ein Spieler, der also überall eingesetzt werden kann. Ivonka mit Kamesch zusammen. Alexei Gusarov von der dritten sowjetischen Abwehrreihe mit der Nummer 8. Herrlich herausgespielt bei diesem Powerplay, diese Aktion, die dann aber trotzdem unterbunden wird durch die defensiv wirklich sehr aufmerksamen Tschechoslowaken. Sie haben ihre Lehre gezogen aus den 6 Spielen der Sowjets. Alle Gegner der Sowjets kamen bisher mehr oder minder sofort unter die Räder. Und darauf hat man sich eingestellt beim Team der Einheimischen. Werden wahrscheinlich das Angriffsrezept von Dr. Bukac sein in diesem heutigen Nachmittagsspiel.
Auch in der Anzahl Chancen die Tschechoslowaken den Sowjets zu Beginn dieser Begegnung sicher ebenbürtig, wenn nicht gar leicht überlegen. Und Spielunterbruch. Tichonov sieht nicht sehr zufrieden aus im Moment. Kunststück seiner Mannschaft ist unter Druck gekommen und Mischkin hatte einige Gefahr vor seinem Tor zu gewärtigen. 7 Minuten 51 gespielt, 0:0 immer noch zwischen der Sowjetunion und der Tschechoslowakei. Abwehr die Tschechoslowaken, also immer noch einigermaßen Herr der Situation. Rudi Kiljas, was machen denn die Tschechoslowaken, dass es ihnen bisher recht gut gelingt, die Sowjets im Zaum zu halten? Die Tschechoslowaken machen ein Vorchecking mit einem bis zwei Mann, je nach Situation. Sie machen aber ein sehr intensives Backchecking. Sie laufen auf die Linie mit Makarov, Larionov, Krutov, die ja das sowjetische Spiel jeweils prägt. Die Linie Lala, Pasek, und Scheiber spielt, das ist absolut eine taktische Maßnahme. Wir haben vorher gesehen, dass Geplänkel war beim Auswechseln der Spieler. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Tschechoslowaken einfach ihre Linie mit Lala, Pasek, Scheiber auf die Superlinie der Russen spielen lassen wollen. Die Mannschaften kennen sich sehr gut, das muss man auch sagen. Also das prägt dieses Spiel auch, diese zwei Mannschaften, weil jeder Spieler kennt den anderen. Es ist so, die Tschechoslowaken haben sich sicher bis jetzt nicht überraschen lassen. Im Gegenteil, sie haben mindestens so viele Spielanteile wie die Sowjetunion. Die Russen haben in der Linie mit Vasiljev und Komutov haben sie Bikov ausgewechselt und auch Vasiljev, hier spielt Svorstov, Imajev und Komutov in dieser Linie. Wir haben auch gesehen bei der kanadischen Mannschaft, sie haben den zweiten Torwart im ersten Spiel gegen die Russen eingesetzt. Das gleiche machen jetzt die Tschechoslowaken. Sie wollen offensichtlich Kralik im ersten Spiel, das für die Finalrunde keine Bedeutung mehr hat, nicht verbrauchen und haben so den 26-jährigen Schindl von Ilava eine Gelegenheit gegeben. Und Schindl nützt diese Gelegenheit hier gleich wie auf Stichwort mit einer guten Parade. Neuneinhalb Minuten gespielt, hier die Chance der Sowjets noch einmal. Viel Volk vor Schindl. Einige Unschlüssigkeit jetzt in der tschechoslowakischen Abwehr zum ersten Mal. Dieser Puck hätte nichts verloren zu gehen brauchen, aber er wird sofort wieder zurückerobert. Ihn aus der eigenen Verteidigungszone zu bringen, ist dann etwas schwieriger, aber es gelingt über Hrdina. Dann Richter. Resolut gehen sie an den Mann, die Tschechoslowaken.
ohne ihre Verteidigung zu entblößen. Meist warten bis zu drei Mann hinten an der blauen Linie. Kadlec. Hordina. Und zurückweichend, nicht etwa vorne in den Zweikampf steigend. Horjava bei diesem Abpraller, Vasiljev. Und dann Scheiber. Horjava. Minuten 50 gespielt, immer noch 0-0. Und wie gehabt, die Makarov-Linie auf dem Eis und dem setzen die Tschechoslowaken ihre heutige Checker-Linie entgegen. Pasek Scheiba. Trotzdem gelingt es den Sowjets zu wirbeln, aber Larionov bringt die Scheibe nicht vorbei an Schindel. Und dann der Schuss aufs Gegentor von Scheiba. Scheiba, der die Scheibe dann noch einmal ablenkt. Das war wieder gefährlich. Lala. Aber hervorragend, wie die Linie Lala, Pasek, Scheiber bis jetzt Makarov, Larionov, Krutov im Schach halten. Sie greifen sogar an. Sie haben jetzt drei Abschlussversuche nacheinander gehabt. Wir sehen hier nochmals Lala, der Mischkin auf die Probe stellt, allerdings aus einem schlechten Winkel, trotzdem ein sehr gefährlicher Schuss. Und das wird die halten kann, dann wird es für die Russen gefährlich. Wir haben das gesehen auch am Kanada Cup, wo Makarov, Larionov, Krutov im Spiel gegen Kanada schlicht gespielt haben, nachher nicht mehr eingesetzt waren und prompt haben die Sowjetrussen gegen Kanada ihr Halbfinalspiel verloren und damit das Finalspiel im Kanada Cup nicht erreicht. Lukas. Liba, Uvira, Scheiba, die Pässe kommen an bei den Tschechoslowaken, der auf Rusnak war jetzt etwas ungenau geschlagen, Glück bei diesem unkonventionellen Abpraller von der Bande. Lukács. Übreifer hat er den Puck nicht vor das Tor gebracht und natürlich sind auch die Sowjets in der Abwehr hervorragend organisiert. Verteidigen sich die Tschechoslowaken, sie sahen das in der Zeitlupe hervorragend, schirmen die Räume ab, auf dass kein Pass vor das Tor geschlagen werden kann. Pivonka. Schindel nebst seiner guten Reaktion. Die Tschechoslowaken mit ihrer vierten Linie auf dem Eis und die hat Probleme. Die Linie mit Valek, Pivonka und Kamesch, also nicht nur auf dem Papier,
sondern auch auf dem Eis. Die Tschechoslowaken auch gegen die Sowjets mit 4 Sturmreihen wenigstens im ersten Drittel jetzt hier. Wir werden sehen, falls das Spiel lange auf des Messers Schneide bleibt, ob Hukac diese 4 Linien bis zum Schluss wirklich bringen wird oder ob er dann die Kräfte konzentriert. 2 Minuten gegen einen Russen jetzt. Die erste Strafe in diesem Spiel nach 13 Minuten und 45 Sekunden wegen Haken. Und wir werden diese Szene sicher gleich noch einmal sehen. Jawohl, da ist sie. Minuten gegen Chomutov wegen Haken und jetzt sind wir natürlich gespannt, ob es den Tschechoslowaken auch gelingt, ein Powerplay aufzuziehen. Sie haben zwar einen Mann mehr, aber gegen die Sowjets ist das nicht einmal bei zahlenmäßiger Überlegenheit so einfach. Zusammen mit Richter und Hrdina. Richter jetzt, Rusička. Diese Linie also auf dem Eis beim Powerplay. Gut hat Oli Mischkin den Winkel verkürzt. Java setzt Rusička ein. Davjanja hinten. Die Tschechoslowaken wechseln aus im Moment, haben nur 3 Mann auf dem Eis. Bei diesem Angriff gehabt, müssen wieder von vorne beginnen. Die Hälfte der Strafzeit Chomutovs ist unterdessen bereits um. Sie sehen unten links, wie die Strafzeit abläuft und rechts oben, wie die Zeit des ersten Drittels sich entwickelt. Uvira. Ja, die Tschechoslowaken tun sich schwer. Sie haben nicht nur Mühe, die Angriffe aus dem Mitteldrittel, wo man wenig Schwung mitnimmt, ins gegnerische Drittel zu tragen, sondern wie wir jetzt gesehen haben, auch aus ihrem eigenen Drittel, weil die Russen sehr geschickt verteidigen, immer wieder ein Stock dazwischen fährt. Und so kommt es natürlich zu keinem Powerplay. Rusnak, man hat also fliegend gewechselt bei den Tschechoslowaken. Und jetzt ist die Strafe vorbei. Und die Sowjets nützen ihre numerische Gleichschaltung gleich zu einem ersten gefährlichen Angriff. Der Mann, der von der Strafbank kam, Chomutov, war gleich gefährlich in guter Position. Makarov, Larionov auf dem Eis. Ist es Hukac schon gelungen, seine Checkerlinie zu bringen? Jawohl. Jetzt ist auch noch der Rest des Checkerblocks da. Auch Lala auf dem Eis und Pasek. Sie mit Scheiba zusammen sollen ja auf Makarov Larionov spielen und jetzt reagiert Tichonov offenbar und nimmt diese Linie sofort wieder hinaus. Also da ist mit Ein- und Auswechseln taktisch einiges los. Lala sind geblieben. Die Sowjets haben die Larionov-Linie hinausgenommen. Möglich, dass wenn dann die Lala-Linie erschöpft ist und sich auswechseln lässt, dass dann Tichonov
unprogrammgemäß sozusagen dann seine Makarov-Linie bringt, weil dann die Gegenwaffe, die normale von Bukac, nicht einsatzfähig ist. Irji Lala, 26-jährig, 3 Tore hat er bisher geschossen an diesem Turnier. Aber Bukac reagiert jetzt sofort bei der nächstmöglichen Gelegenheit, lässt er seine Backchecker-Linie auswechseln, während die Russen noch zu wenig auf dem Eis sind, um ausgewechselt zu werden. Also das taktische Spiel geht weiter. Es sind es Kleinigkeiten, aber sie sind für den Spielausgang eben sehr wichtig und können entscheidend sein. Horjava, Kadlec und wieder Horjava, aber auf Zeit. Knapp 3 Minuten dauert noch das erste Drittel, das uns sehr gutes Hockey gebracht hat. Zwar keine Tore, aber eine sehr intensive Begegnung, in der vor allem auch zum ersten Mal fast in einem Spiel der Sowjetunion Spannung herrscht, in der man nicht von Anfang an weiß, wer der Sieger sein wird, wenn die Sowjetunion auf dem Eise steht. Allerdings auch die Schweden haben schon ein Drittel lang gegen die Sowjets bestehen können. Und man sieht jetzt das Geplänkel mit dem Auswechseln, das hat natürlich seine Hintergründe, dass man eben wieder die Paschek-Linie auf die Larionov-Linie spielen lassen kann. Bei den Sowjetrussen übrigens die neu gebildete und vorher angesprochene Linie ist Skvortschow-Gimajew zusammen mit Svetlov auf dem Eis. Svetlov, der vorher im letzten Spiel rechter Flügel gespielt hat, der Dynamo-Spieler, spielt nun linker Flügel zusammen mit Gimajew in der Mitte. Er war ja für Kasatanov Verteidiger und Svetlov auf dem rechten Flügel. Man sieht also, was für Allround-Spieler die Sowjetrussen haben. Und man sieht hier aber auch in der Szene, dass die Tschechoslowaken über einen hervorragenden zweiten Goalie in Jaromír Šindl verfügen. Denn wieder hat er gut gerettet, lässt die Scheibe zwar dann am Schluss noch fallen, aber in der ungefährlichen Zone neben dem Tor geschieht das jeweils. Immerhin, der Druck der Sowjets nimmt zu. Und Richter kann diese Situation bereinigen. Offside auch auf dieser Seite. Die Torhüterstatistik sagt bisher aus, dass Mischkin der beste Goalie ist bis jetzt. Mit 94,81% der gehaltenen Schüsse und Kralik, der normalerweise das tschechoslowakische Tor hütet, die Nummer 2 mit 92,19% als Quote. Und Šindl deutet hier aber doch schon mehrmals an, dass auch er zu den ganz großen Goalies dieser WM zählt. 2 Minuten noch bis zum Schluss des Startdrittels. Wobei der Ausgang dieser Szene von einem Fehlpass von Krustov, der Nummer 9 der Sowjetrussen, ausgegangen ist. Dadurch sind die Tschechen an die Scheibe gekommen, ein Querpass und sofort abgedrückt ins nähere Spielfeld. Hier sehen wir es. Krustov war an der Scheibe, schießt sie nicht raus, sondern will sie raustragen, verliert sie. Zuspiel zu Lara, direkt verwertet. Lala auch wenig gedeckt. Hier nochmals der Scheibengewinn. Und Mischkin erwartete vielleicht einen Schuss. Ging schon ein bisschen aus seinem Tor heraus und kam dann viel zu spät, als der Schuss von Lala von der anderen Seite in sein Tor eindrang. Die Linie also, die dafür sorgen sollte, dass die Sowjets keine Tore schießen. Die Linie mit Lala, Paschek und Scheiba, die Starlinie der Sowjets, eigentlich zu neutralisieren, hätte als Aufgabe, schießt sogar das erste Tor dieser Begegnung. 1:0. Fast hätte die Freude nur kurz gewährt. Aber Liba kann diesem gefährlichen Tun vor Torhüter Šindl ein Ende bereiten.
Vasiljev. Komutovs Schuss wurde abgelenkt von einem Stock und ging weit, weit über alles, was da hinter dem Tor war, übers Tor, über die Plexiglaswand, über den ersten Rang bei den Zuschauern, bis hinauf über die Anzeigetafel in den Balkon. Slowaken übrigens, die seit dem 20. September in der Meisterschaft stehen, 44 Meisterschaftsspiele absolviert haben bis am 15. März und vom 15. März an in einem fünfwöchigen Trainingslager und mit vielen Spielen ihre Mannschaft auf diese Weltmeisterschaftsspiele hier vorbereitet haben. Hält sein Tor weiterhin rein. Das war natürlich eine ganz brenzlige Situation. Weit hinten kniet Schindl sogar. Aber der Böck wird ja immer ganz vorne blockiert, vorne bei den Knien und war zweifellos noch vor der Linie. Rusnak auf dem Eis. Das bedeutet, Lukas Rusnak Liba, das bedeutet, dass diesmal das tschechoslowakische taktische Geplänkel, wenn man dem sagen will, nicht aufgegangen ist, denn Makarov, Larionov, Krutov sind auf dem Eis und da möchte Bukac, wenn immer möglich, seine Checkerlinie bringen gegen diese drei. Das ist aber im Moment nicht der Fall. Lieber. Es ist so, dass die Tschechoslowaken nach 40 Sekunden im zweiten Drittel gewechselt haben, während die Russen ihre erste Linie auf dem Eis gelassen haben. Und super Möglichkeit durch Larionov, angespielt von Makarov. Und jetzt der Wechsel bei den Sowjetrussen. Fetisov verlässt das Eis. Der weltbeste Verteidiger, wie er nicht zu Unrecht genannt wird, der Leader in diesem sowjetischen Team. 4 Tore, 5 Assists stehen bisher auf seinem Konto. Aber heute die Sowjets bisher noch nicht erfolgreich als Torschützen. Und spätestens seit ihrem 1:0 Rückstand gehen sie voll und verlagern das Tor jetzt schon eine geraume Weile. Der einzige bestrafte Spieler bisher in dieser Begegnung. Aber jetzt kommt die zweite Strafe und zwar gegen Hrdina. Und das wird jetzt natürlich eine ganz kitzlige Szene für die Tschechoslowaken. Eine Szene eher noch kittlige 2 Minuten, wenn sie jetzt so lange aushalten. Hier kommt Hrdina. Hrdina wie Pavel Richter hier aus Prag, von Sparta Prag, die beiden Flügel. Zwischen ihnen stürmt in der Mitte Rusitschka von Litvinov. Wir haben allerdings im Play wenigstens, was auf der Bildfläche gezeigt wurde, noch Probleme hier, ein Foul zu sehen. Trotzdem Entscheid von Jupp Kompala, 2 Minuten gegen die Tschechoslowaken. Und natürlich bei den Sowjetrussen die erste Linie mit Fetisov,
Makarov, Larionov, Krutov und Kasatonov auf dem Eis. Und die Tschechoslowaken mit dem Gegengift sozusagen, mit dem üblichen, mit Scheiba. Und damit ist der Vorteil der Sowjets dahin, denn Larionov muss die Strafbank aufsuchen. Aber auch ein Tschechoslowake, womit der Vorteil trotzdem bleibt. Rusnak protestiert zwar, aber das wird ihm wahrscheinlich nicht viel nützen. Wir sehen das nochmals hier. Aktio und Reaktio sozusagen. Eigentlich nichts Schlimmes, nichts Schlimmes, man kämpft, aber es gibt das eher für die Russen einen Vorteil, weil 4 gegen 3 ist leichter zum Torerfolg gekommen als bei 5 gegen 4. Die 4 haben mehr Platz, können durch harte, schnelle Pässe versuchen, einen der 4 in eine gute Schussposition zu bringen, was sicherlich die Russen tun werden. Kasatonov, Petischow, Krutov bleiben auf dem Eis. 1,5 Minuten lang wird diese Situation jetzt bestehen, wenn nicht schon vorher ein Tor passiert. Erstaunlicher Flüchtigkeitsfehler von Petischow in dieser Situation. Kasatonov, Petischow. Makarov. Vor dem Tor lauert Krutov. Kasatonov wieder angespielt. Petischow. Und Tor. Tor durch Makarov. 1:1. Wenn Makarov überhaupt noch den Stock hinzuhalten brauchte, wir werden das in der Wiederholung gleich sehen. Nach 2 Minuten 42 Sekunden im Mitteldrittel. Ein Powerplay-Torerfolg. Petischow passt zu Krutov, Pass und Ableitung von Makarov, ein sauber herausgespieltes Tor. Wobei die Scheibe vom Schoner von Schindl auf dem Pass von Makarov prallt. Und damit baut Makarov seine Führung in der Scoreliste aus. Das war bereits sein 7. Tor an dieser WM. Er kommt auf 12 Punkte. Zweiter ist der Schwede Nilsson mit 10, dritter Petischow mit 9, falls Petischow hier nicht auch noch doch ein Assist zugesprochen wurde als zweiter Assistent. Und damit kommt auch Petischow jetzt auf 11 Punkte. Und die Tschechen natürlich zu viert. Die Tschechoslowaken haben in Minderheit 4 gegen 3 das Tor bekommen, können ihren 4. Spieler jetzt aufs Eis nehmen. Und es bleibt von den Tschechoslowaken nur noch Musil auf der Strafbank. 4 gegen 4 jetzt also auf dem Eis. Böser Abwehrfehler und 2:1. Die Minute, in der die ganze tschechoslowakische Eishockey-Herrlichkeit zusammenbricht. Ein ganz böser Fehler von Benak. Hier sehen wir, er dreht vor dem Tor. Hat die Übersicht nicht. Bickhoff kann die Scheibe abfangen, kann Benak umspielen, hat seinen Mitspieler gar nicht nötig, um das Tor zu schießen, wobei Schindl reagieren muss und zwischen den Beinen erwischt wird. Nur 15 effektive Spielsekunden lagen zwischen dem Ausgleichstreffer zum 1:1 und dem 2:1 durch Bickhoff. Das ist jetzt natürlich ein Drittelstart, wie er im Buche steht für die Sowjets und wie er natürlich demoralisierender nicht sein könnte für die Tschechoslowaken. Lukács.
Strafen abgelaufen. Beide Teams wieder in Vollbestand. Folgen zu Unrecht. Das war eine total normale Charge. Offside gab es dadurch. Ganz normaler Check an der Bande von Kasatanov gegen Ruzicka. Deshalb auch kein Ausschluss für Schiedsrichter Jupp Kompala. Und die sowjetischen Fans haben natürlich Auftritt bekommen durch die zwei Tore der Iren. Rufen Scheibu und ernten als Reaktion des anderen Teils des Publikums Pfiffe, wie so üblich seit vielen Weltmeisterschaften. Wie so üblich, aber nicht unbedingt schön und fair. Hrdina, Entschuldigung, das war Makarov natürlich. Hier wieder Makarov, auch das eine Situation, die an der Grenze war. Larionov. Lala Pasek-Scheiba natürlich jetzt wieder auf dem Eis gegen Makarov, Larionov, Krutov. Das Duell steht ja sogar 1-0 für die Tschechoslowaken. Das persönliche Duell dieser beiden Blöcke. Und auch diese Intervention von Lala gerade noch regulär, würde ich sagen. Fetisov, eben gestürzt gegen Lala, jetzt schon wieder an der Scheibe. Dann kam Vasiljev von der anderen Seite. Ja, und die Russen lassen jetzt die Scheibe laufen. Weite Pässe, dann schnelle Antritte. Und die Tschechoslowaken bleiben ihnen allerdings nicht schuldig. Jetzt 3-1 Situation. Fast schon hoffnungslos für Schindl und seine Mannen. Aber Schindl behält trotzdem die Oberhand. Offener Schlagabtausch im Moment. Er schoss das 2-1. Dieser Abschluss dann bedeutend harmloser. Und Schindl lässt ein haltbares Tor passieren. Svetlov erhöht auf 3-1. 26 Minuten und 50 Sekunden. Gleich werden wir es in der Wiederholung sehen. Schindl zumindest nicht unschuldig an diesem Treffen. Allerdings, der Schuss war sehr platziert, Pfosten und praktisch auf der Linie, dann geht der Puck durch, viel genauer in die Ecke schießen, ist wirklich unmöglich. Ich glaube allerdings, dass die Scheibe vom tschechischen Verteidiger leicht abgefälscht wurde. Man hat das im zweiten Replay sehen können. Dem Torhüter war aber durch beide Spieler die Sicht genommen. Schindl hat also keine Chance gehabt, diese Scheibe zu halten. Und steht jetzt unter Druck. Die Sowjets drängen auf eine frühzeitige Entscheidung. Das sieht man hier ganz deutlich. Klare Steigerung des Tempos und der Leistung insgesamt der Sowjetunion zu Beginn dieses zweiten Drittels. Offenbar hat man ein Drittel lang wieder Schonfrist gewährt, jetzt aber immer wieder
viele Sowjets gegen wenige tschechoslowakische Abwehrspieler dort, wo die Scheibe ist. Und dann gibt es 2 Minuten gegen einen Russen wegen einer unkorrekten Aktion gegen Goli Schindel, Drostetski. Er deutet allerdings an, dass er vorher behindert wurde, richtig. Nicht er hat gecheckt, sondern er wurde in den Torhüter gecheckt. Wir schauen es hier noch einmal. Er wurde als Mittel sozusagen zum Zweck. Musil hat ihn in Schindel hineingecheckt. Trotzdem schauen wir jetzt die Disziplin an der Spieler. Das ist doch bezeichnend für die Mannschaften im heutigen modernen Eishockey. Die Russen, die Sowjetrussen hätten ihr Grund zu reklamieren, weil offensichtlich Musil der Sünder ist. Trotzdem, man nimmt es hin, man kritisiert den Schiedsrichter nicht, weil es nichts bringt. Man spielt weiter und versucht das Bestmöglichste aus der Situation zu machen. Und das Bestmögliche ist natürlich, keinen Treffer zu kriegen in den folgenden 2 Minuten. Und davon sind allerdings erst 14 Sekunden verflossen. Der Eindruck ist absolut richtig. Die Russen haben im ersten Drittel eher verhalten gespielt. Sie haben auch nicht einzelne Linien forciert, im Gegensatz zu den Tschechoslowaken. Aber sie haben jetzt im zweiten Drittel vor allem ihre erste Linie forciert. Und das hat dann auch zu Resultaten geführt, zu Resultatverbesserung zusammen mit den Strafen der Tschechoslowaken. Also vorderhand kann von Geschenken sicher nicht die Rede sein. Aber wir wollen den weiteren Verlauf des Spiels nicht zerreden. Wir wollen abwarten, was noch passiert. Noch kein überzeugendes Powerplay der Tschechoslowaken. Man merkt im Moment fast nicht, dass sie mit einem Mann mehr auf dem Eise sind. Aber jetzt Rusička. Und dann sogar die Möglichkeit für Krutov. Ganz überraschend sein Schuss. Etwas lethargisch stand er da vor dem Tor herum, suchte einen allerdings nicht vorhandenen Kameraden für das Zuspiel und hat dann herrlich antäuschend nach der Drehung um die eigene Achse doch noch geschossen. Und es zeigt sich hier doch die Überlegenheit der Russen. Sie sind beim Spiel in Minderheit, mehrheitlich an der Scheibe, haben mehr Torschüsse, kommen immer wieder gefährlich vor Schindel hin, während die Tschechoslowaken Probleme haben, ein Powerplay aufzuziehen. Sie sind schneller, sie sind technisch besser. Das zeigt sich in diesen Phasen ganz deutlich. Da allerdings eine gute Täuschung. Zunächst sah es aus, als hätte Lala die Scheibe verloren, aber das war ein versteckter Pass zu seinem Mitspieler. Beide Teams jetzt wieder komplett. Minuten sind gespielt im Mitteldrittel. Aus dem 0:1 haben die Sowjets innerhalb dieser 10 Minuten zwischen der 20. und der 27. Minute ein 3:1 gemacht. František Musil, der Mann, der dafür sorgte, dass 4 Mann gegen 5 Gegner herausgespielt. Das war die Chance von Krutov. Setzt Lukács ein und der hat nicht viel Möglichkeiten. Pervuchin, Svetlov, wieder Pervuchin und wieder Svetlov.
Aktion. Und hinten hat Pivonka abgesichert. Ja, diese Solos durch vier Leute bringen nichts. Man muss die Scheibe hier abspielen. Warnakow angespielt. Vor dem Tor lauerte Drostetsky. Und dann kommt Tjumenev an die Scheibe. Rosetsky und Tjumenev. Fetisov. Kasatunov gegen Kamesch. Minuten 19 gespielt im zweiten Drittel. Es steht 3:1 für die Sowjetunion gegen die Tschechoslowakei. Alexej Kasatunov verlässt das Eis mitsamt seinen Kameraden, während wir hier noch einmal die Wiederholung einer Szene sehen, die Goli Schindl in Aktion brachte. Larionov, Krutov, Makarov auf dem Eis für die Sowjets. Und damit automatisch sozusagen Lala, Pasek und Scheiba für die Tschechoslowaken. Da braucht man gar nicht hinzuschauen. Das muss ganz einfach so sein, gemäß den taktischen Absichten von Bukac. Wieder für Gefahr sorgt vor gegnerischen Toren. Horjavat geschoss, landet bei Mischkin. Hier nochmals der Querpass. Direktabnahme von Horjavat, allerdings aus einem schlichten Winkel. Mischkin ist nicht bedrängt, er kann in Ruhe die kollernde Scheibe aufnehmen, die leicht sich drehende Scheibe, die keine normale Flugbahn hatte. Jetzt ein Fehlentscheid von einem Schiedsrichter. Und zwar hat der Schiedsrichter war der Meinung, dass die Scheibe über die Umrandung rausgegangen ist, hat das Spiel unterbrochen. Bei einem Fehlentscheid wird automatisch in der Mitte eingeworfen. Ich finde das sehr gut von Jupp Kompala, dass er hier nicht auf einem Fehlentscheid eines Linienrichters besteht, sondern sagt, auch wir können Fehler machen, wir werfen die Scheibe in der Mitte ein und damit zeigt, dass auch Schiedsrichter nicht unbedingt unfehlbar sind. Starikov. Er verteidigt zusammen mit Gusarov. Die unauffälligste Verteidigung bei den Sowjets, die dritte. Hördina. Offside. Und beiderseits Linienwechsel. Slav Benak, einer der zahlreichen Spieler von Dukla Ilava, die in der tschechoslowakischen Nationalmannschaft spielen und damit für Spengler Cup begeisterte, ein alter Bekannter. Wie Horjava, wie Mužil, Rosol, der allerdings verletzt ist, Svoboda, der heute auch nicht spielt,
Kamesch, Walek, Bivonka, Scheiber und Goli Schindl hier. Alle sie spielen in der Meisterschaft bei Ilava. Und Dukla Ilava ist ja hoch überlegen, tschechoslowakischer Meister geworden, auch dieses Jahr wieder. In der Sowjetunion war die Sache spannender zwischen ZSKA und Dynamo Moskau. Nur ein Punkt entschied schließlich, diese beiden Teams stellen bei den Sowjets ebenfalls die Mehrzahl, ja sogar fast alle Spieler auf 4 Ausnahmen, genau um präzis zu sein. Letinov mit einem schönen Pass auf Vassiljev. Die tschechoslowakische Abwehr hat sich jetzt wieder etwas gefangen und stellt sich wieder organisierter den gegnerischen Angriffen. Man könnte auch sagen, dass das Überraschungsmoment aus dem sowjetischen Angriffsspiel wieder herausgenommen worden ist. Ja, das Spiel wird offen geführt, Angriff gegen Angriff. Ein tschechoslowakisches Tor würde dem Spielverlauf natürlich sehr gut tun, obwohl hier auch die Stimmung unter dem Publikum hervorragend ist. Trotzdem ein 3:2 würde wieder Tür und Tor öffnen, viel Spannung bringen. Nur haben die Russen in diesem Spielabschnitt bis jetzt sichtlich mehr Spielanteile gehabt als die Tschechoslowaken. Vor Schindl war mehr los als vor Mischkin. Und damit das 3:1 die logische Folge, umgewandelt auch resultatmäßig. Minuten 38 Sekunden gespielt im Mitteldrittel. Schindl dauernd unter Beschuss, nicht mehr ganz so kraftvoll, so unwiderstehlich die sowjetischen Angriffe jetzt, aber wieder einmal mehr haben die Sowjets gezeigt, dass sie eben noch einen Turbo sozusagen zünden können, wenn es nötig ist. Und das kann man jeweils in der Statistik der Tore ablesen, weil die dann diese Phase deutlich anzeigen. Die Phase, wo es nicht nur zu Torchancen kommt wie hier, sondern auch zu Treffern. Alles andere denn ein Zufall, dass die Treffer von Makarov, Bikov und Svetlov innerhalb von 4 Minuten und 8 Sekunden fielen. Fetisov, Liba, Kazatonov, und dann Stavjanja. Die Tschechoslowaken bekunden viel Mühe, die Scheibe wegzubringen. Rangelei vor dem Tor. Das wird entweder nichts oder 2x2 Minuten geben, eher nichts. Wie mir scheint, denn Jupp Kompala verzichtet darauf, zum Ansager und zu den ganzen Offiziellen zu fahren, um dort irgendwelche Strafen. Ich meine, das ist auch richtig, wenn die Spieler selber wissen, wie weit sie gehen können, wenn keine Verletzungsgefahr ist, wenn nur eine kleine Ballgerei ist zwischen zwei Spielern, die zudem stehen und sich dann wieder ins Spiel integrieren, dann ist es unsinnig, wenn ein Schiedsrichter zu kleinlich durchgreift. Etwas anderes ist es, wenn mit dem Stock gearbeitet wird. Wenn Stockschläge da sind, das ist viel gefährlicher und muss geändert werden.
Niveau, dünkt mich, ist jetzt doch etwas abgesunken. Es wird momentan nicht mit letzter Konsequenz gekämpft. Das hat man bei dem Gegenangriff der Tschechoslowaken gesehen. Und nun möchten die Tschechoslowaken eine 2-Minuten-Strafe gegen den Gegenspieler, weil er diesen Mann hier Liba angeblich umgehauen haben soll. Und die Sowjets möchten 2 Minuten gegen Liba, weil der die Scheibe blockiert hatte, ohne dass ein Gegner in der Nähe gewesen wäre. Und das salomonische Entscheid wird wohl lauten, gar keine Strafe. Knapp 4 Minuten noch bis zum Ende des zweiten Drittels. Und wieder einmal Makarov, Larionov, Krutov gegen Lala Pašek, Scheiba. Ein kleiner Haken am Anfang dieser guten Einzelaktion des tschechoslowakischen Spielers. Und zwar war es Pašek. Dann Makarov, Krutov. Oh, jetzt sind sie alleine. Schön der Pass auf Makarov. Ein herrlicher Treffer zum 4:1. Hervorragend herausgespielt. Und beide Spieler, die an diesem Treffer beteiligt waren, hatten die Nerven noch abzuspielen. Sie spielten genau. Doppelpass, zuerst Schuss angetäuscht. Und Makarov lässt Schindl. Keine Chance. Schindl muss der Täuschbewegung folgen, sonst zieht er links vorbei und so kann er von ihm aus gesehen ins rechte hohe Eck einschießen. Ein wunderschönes Tor. Doppelpass zwischen den beiden Russen, Krutov, Makarov und schlussendlich Makarov, der Vollstrecker. Und die Pässe, sie kommen immer haargenau, also da gibt es keine Überlegungen, wie sie sicher im Schweizer Eishockey gang und gäbe sind, nämlich Krutov soll schießen, weil wenn er noch einmal passt, dann kommt der Pass vielleicht nicht an oder so etwas. Krutov hatte die Nerven, passte noch einmal zurück zu Makarov und Makarov schießt bereits sein 8. Tor an dieser WM und zieht dem Score-Punkte-König, also dem Titel eines Torschützenkönigs, eines erfolgreichsten Punktesammlers, förmlich entgegen. Diese Präzision kommt auch daher, dass die Russen im Training ihre Übungen mit einer viel höheren Intensität absolvieren, als dies jetzt beim Spiel der Fall ist. Wir haben übrigens mit vielen anderen Experten und Trainern und darunter auch mit Schweizer Trainern die Training der Russen angeschaut. Es ist unheimlich, mit welcher Intensität und mit welcher Genauigkeit bestimmte Übungen in Reihenfolge absolviert werden, ohne dass der Trainer eingreift, ohne dass diskutiert wird. Das ist eben die Basis in diesem modernen russischen Spiel, das zu der momentanen sowjetischen Dominanz im Eishockey geführt hat. Ein jahrelanges Training der Spitzenspieler. Zweimal täglich, dreimal täglich wird in Russland trainiert. Es kann zumindest vom Training her und von der Arbeit auf dem Eis her bei diesen Spielern und auch bei den Tschechoslowaken nicht von Amateuren die Sprache sein. Scheiba hat die Füße gestreckt da auf der Spielerbank. Nun konnte also auch Makarov nicht gestoppt werden, als er nicht in Überzahl antrat über seinem ersten Tor heute Nachmittag, sondern im direkten Duell der beiden Linien, die sich jeweils gegenüberstehen. Zwei Minuten dauert die Partie noch, 1:59 um ganz genau zu sein, als Reporter eines Landes, das sich durch seine Uhren einen Namen gemacht hat. Mischkin, der 8-mal bezwungen worden ist bisher.
und das in 7 Spielen. Und Mischkin ist dann auch statistisch gesehen der beste Goalie dieses Turniers vor Kralik, dem heute aber Schindl der Vorzug gegeben wurde im Tor der Tschechoslowaken. Wobei zu sagen ist, auch im Eishockey, man kann mit Statistiken auch das Gegenteil beweisen, was jetzt hier nicht der Fall ist. Aber es spielt natürlich immer eine Rolle, wer vor einem Torhüter steht, was für Verteidiger. Es ist ein Unterschied, ob ein Fetisov, ein Kasatonov und Konsorten den Torhüter abschirmen oder ob eben ein Meier und ein... Und das ist mit ein Grund, warum seine statistischen Werte so außerordentlich gut aussehen. Rosol angeschrieben und neben ihm Klima haben wir vorhin unter den Zuschauern hier eingeblendet gesehen. Sie sind nicht dabei, sie sind verletzt und Kamesch, der auch zu ihrer Linie gehört, ist deshalb etwas verloren in der tschechoslowakischen Mannschaftsaufstellung. Kamesch spielt mit Pivonka und Balek in einer vierten zusammengebrochen. 1,21, rechts oben können Sie sich selbst ausrechnen, dauert das Mitteldrittel noch. Horžava erreicht Lukács nicht. Das war auch Pech, ein gutes Zuspiel an Kadlec. Ein harter Schuss, aber eben nicht im Tor, sondern knapp neben dem Tor. Von Mischkin noch leicht abgeleitet. Libas, guter Pass, aber die Zeit drängt. In 10 Sekunden muss der Abschluss erfolgt sein. Und ganz im Gegenteil, die Sowjets kommen noch zu einer Chance. Schindl rettet den Tschechoslowaken wenigstens den ehrenvollen 3-Tore-Rückstand noch. Aber ich glaube, wir werfen unseren Blick auf das Spiel, das soeben jetzt im dritten Drittel durch Jupp Kompala wieder in Szene gesetzt wurde. Beobachtet auch von den Scouts, die sich vorhin erwähnt haben, da muss man vielleicht den Zuschauern noch sagen, was die machen, die spähen Talente aus und hoffen, dass sie einen Russen oder Tschechoslowaken eventuell an die Angel bekommen, vielleicht sogar für ein National Hockey League Team. Ja, es ist so, dass die National Hockey League Teams, die haben verschiedene sogenannte Talentsucher. Die suchen sowohl junge Spieler auch schon an Junioren, Europa- und Weltmeisterschaften, wie auch Spieler, die für die National Hockey League in Frage kommen. Zum Beispiel der Scout von den Edmonton Oilers in Europa, das ist ein Mann namens Matti Väisänen. Ein Mann, der aus Finnland kommt und der ganz Europa für die Edmonton Oilers absucht und dafür natürlich auch bezahlt wird. Und an guten Spielern mangelt es ebenso wenig wie an guten Toremöglichkeiten jetzt in dieser Partie. Bis jetzt schon, die Sowjets drücken dem Spiel im Moment wieder den Stempel auf, aber jetzt die Kontermöglichkeit für Kamesch. Also führt die Sowjetunion zu Beginn dieses Schlussdrittels gegen die Tschechoslowakei. Etwas zum Ärger der Organisatoren auch, denn die Tschechoslowaken werden diese Vorrunde nicht auf dem zweiten, sondern auf dem dritten Tabellenrang beenden. Punktgleich zwar mit den USA, aber das direkte Spiel ging verloren. Und das ist ein Ärger, ein kleiner für die Organisatoren, weil das Schlussspiel nicht Sowjetunion, Tschechoslowakei heißen wird in 6 Tagen, sondern dadurch Sowjetunion gegen die USA und das Schlussspiel riskiert bedeutungslos zu sein, denn es ist ja möglich, dass die Sowjets dann schon vor jener Begegnung schon wieder Weltmeister sind. Europameister
sind sie praktisch schon, denn ihnen reicht ein Unentschieden dazu gegen die Tschechoslowakei. Die Bronzemedaille hat sich Finnland erobert, Schweden nur Vierter und die beiden Deutschland erwartungsgemäß auf den Plätzen 5 und 6 in dieser gesondert gewerteten Europameisterschaft, das heißt nur die Vorrundenspiele der europäischen Teams untereinander zählten dafür. Allerdings eine Europameisterschaft, wie schon erwähnt, von mehr oder weniger statistischem Wert in der Eishockey-Welt redet praktisch niemand über diese Europameisterschaft, die nur zusammen mit der Weltmeisterschaft gewertet wird und nicht getrennt ausgetragen wird. Hat sich hier in einen langen Kampf eingelassen. Die Nummer 26, Alexander Skvortsov. Er sollte zunächst gar nicht zum Einsatz kommen. Aber als dann alles schon so früh klar war für die Sowjets an diesem Turnier und sie Kasatunov verloren hatten, Stürmer Gimajew zurücknehmen mussten, da hatten sie dann auch Kovin und Skvortsov, die auf der Liste waren, aber in den ersten Spielen nicht einmal umgezogen, da hatten sie die dann doch auch noch zum Einsatz gebracht. Tor Nummer 5. Für die Sowjetunion. Tjumenev ist der Schütze. Sein drittes Tor an dieser WM. Jetzt sehen wir es nochmals. Gimajew kommt an die Scheibe. Pass zu Tjumenev. Direktabnahme aus mittlerer Distanz. Allerdings scheint es nicht ganz unhaltbar für Schindl, der aber doch überrascht wurde, der bis jetzt eine untadelige Leistung gezeigt hat. Schindl also eingesetzt gegen die Russen, genau gleich wie Wemsley eingesetzt gegen die Sowjets. Offenbar sollen die Goalies Nummer 1 von Kanada und auch aus der Tschechoslowakei dem Risiko eines Schocks, viele Tore erhalten zu haben, gegen die Sowjets schon in der Vorrunde nicht ausgesetzt werden und mit ungebrochenem Selbstvertrauen dann in die einzig für die WM-Titel entscheidenden Begegnungen in der Finalrunde geschont werden. Wobei es unheimlich ist, wie viel die Sowjets über europäische und kanadische Mannschaften wissen. Sie sind bestens orientiert, sie kennen also sowohl die Schwächen eines Schindl wie eines Kralik sehr gut. Da braucht man ihnen nicht vorzumachen. Sie spionieren im Eishockeygeschäft überall herum und sind überall bestens orientiert. Ich glaube auch über die Leistungen westeuropäischer Mannschaften wie der Schweiz wissen sie bestens Bescheid. Krutov hat sich hier in einem Zweikampf nicht durchsetzen können, ausnahmsweise einmal. Musil. Aber es ist schwierig, gegen die Sowjets wirklich einen guten Angriff aufzubauen, wenn man nicht überraschend aus dem Hinterhalt mit einem gezielten Pass nach vorne kommen kann. Ja, die Spannung ist eben weg und mit der Spannung auch ein bisschen die taktische Disziplin. Das sehen wir in diesen Spielszenen, wo die Russen anstelle dieses weltberühmten Kombinationsspiels versuchen, alleine durchzukommen. Offensichtlich geben die Coaches, also Viktor Tichonov und Wladimir Jursinov, geben den Spielern mehr Spielraum, lassen ihnen mehr Freiheit. Das sehen wir auch hier. Da gibt es dafür technische Kabinettstücklein, aber es geht ein bisschen die Linie des Spiels, geht verloren, vor allem in taktischer Hinsicht.
Richter hat Herdina eingesetzt. Wieder zurück zu Richter, aber da ist natürlich gegen zwei gutstehende Sowjets wie Perwuchin und Bilja Letinov kein Durchkommen. Höchstens die Tormöglichkeit auf eine Unkonzentriertheit, auf einen Fehler hin einer sowjetischen Verteidiger, so scheint es jetzt. Und die Tschechoslowaken haben natürlich auch nicht mehr den großen Glauben an die Sache, weil sie ja jetzt mit 1:5 doch sehr klar zurückliegen. Herdina jetzt aber völlig freigelassen vor dem Tor, etwas, das wahrscheinlich auch nie passieren würde in einem Spiel auf des Messers Schneide bei den Russen. Und sie schlagen zurück mit Vassiljev. Und fast wäre Schindl der geschlagene Goalie gewesen, nur Sekunden, nachdem es für Mischkin brenzlig ausgesehen hatte. Natürlich auch ein Fehler der Tschechoslowaken, wo ein Spieler genau in dem Moment, es war Benak, auswechselt, wie der russische Spieler hier mit der Scheibe kommt, man sieht, er geht hinaus und nur dadurch kann es zu dieser außerordentlich guten Chance kommen. Ivonka versuchte sich durchzusetzen und Musils Schuss wird dann weit hinauf abgelenkt. Ein weiterer Pöck für die oberen, nicht 10.000, sondern vielleicht 4.000. Gemeint sind die Zuschauer zu oberst in der Galerie. Musil muss seine Ausrüstung noch zurechtrücken, deshalb kann das Spiel hier noch nicht weitergehen. Da ist Musil. Und Walek an der Bande, aber das Spiel läuft weiter, die beiden Streithähne haben ihre Feindseligkeiten selbstständig eingestellt und Fetisov bereits wieder an der Scheibe, bedient Svetlov, dann Uvira und wieder Fetisov. Uvira. Fliegender Wechsel bei beiden Teams, deshalb wird der Angriff noch verzögert, bevor er dann endgültig ausgelöst wird. Tjumenev, der Schütze des 5. und Tores in dieser Partie und bisher einzigen Tores im Schlussdrittel auf dem Eis. Lukács bedient Rusička. Kasatonov. Rosetski. Und wieder Rosetski, der nach wenigen Spielminuten schon einmal gepflegt werden musste. Der aber jetzt wieder mitspielt, in alter Frische, mit altem Schwung. Wenn auch, wie seine gesammelten Kameraden, nicht mehr mit der letzten Überzeugung und dem letzten Dampf, wie wir das vor allem zu Beginn des zweiten Drittels erlebt haben. Die Partie ist eben entschieden und das Resultat wird auch so bei gedrosselten Motoren schon genug krass aussehen am Schluss. Und das Spiel, das wird dann spannend werden, wenn der Tag kommt, wo die Sowjets auch mit Vollgehen nicht sofort den Erfolg haben. Das wird dann das Eishockey-Spiel werden. Heute war es das noch nicht. Auch Irgi Lala kommt nicht mehr so durch wie noch im ersten Drittel.
Er sorgte ja für den Führungstreffer der Tschechoslowaken. Und auch das Lächeln und die Begeisterung bei Bukac sind etwas verflogen. Die Hände in den Hosentaschen steht er da und wartet, bis das Ende dann dieser Begegnung da ist. Das Ende für ihn auch der Europameisterschaftsträume vorerst einmal. Und man beglückwünscht eigentlich die Verantwortlichen des Internationalen Eishockey-Verbandes dafür, dass sie diesen Modus ersonnen haben, dass für die Finalrunde alles bei Null beginnt. Denn sonst würden die Sowjets jetzt bereits mit 3 Punkten Vorsprung in die letzten 3 Spiele ziehen. Es ist dies ein kanadischer Trend, der sowohl in den Clubmeisterschaften in Europa, in verschiedenen Ländern, Deutschland, Österreich, Italien und nächstes Jahr auch in der Schweiz Einzug gehalten hat mit den Playoffs, mit Halbfinal, Final. So wird auch der Canada Cup gespielt. Bei der Weltmeisterschaft hat man eine Zwischenlösung gefunden. Nachdem früher die Punkte mitgenommen wurden, werden sie heute nicht mehr mitgenommen, was natürlich für das Spiel unter den letzten 4 für die Austragung der Weltmeisterschaft neue Ansatzpunkte bringt. Und so ist es auch begreiflich, dass die Tschechoslowaken jetzt vielleicht nicht mehr mit allerletzter Kraft versuchen, einen Umschwung zu erringen, weil übermorgen beginnt es ja wieder mit 0 Punkten der ersten 4, dann gibt es 3 Spiele, bei denen es um alles geht. Und hier haben die Tschechoslowaken nochmals eine Gelegenheit, gegen die Russen anzutreten, und dann werden die Späne sicher fliegen. Die Sache mit dem Modus dann natürlich 2 Seiten. Die 2. Seite bekommen wir jetzt etwas zu sehen und dann auch im Abendspiel zwischen Kanada und Schweden, wo es um nichts mehr geht. Die letzten Partien sind sicher spannend, aber man opfert dafür gewisse Vorrundenspiele, in denen es einfach eigentlich um gar nichts geht, wie in diesem Spiel hier oder dann auch im Abendspiel zwischen Schweden und Kanada oder für die Amerikaner gestern gegen die Finnen, und prompt verloren die USA hoch. Also man tauscht die eine Spannung ein gegen eine andere. Und der Vorteil ist vor allem finanzieller Art, weil die letzten Spiele sicher noch spannend sein werden. Vom Sportlichen her gibt es natürlich diese 2. Seite auch. Vor allem in den Meisterschaften. Wieso soll eine Mannschaft, die das ganze Jahr so gut gespielt hat, davon plötzlich nichts mehr haben? Aber das sind also okay, politische Probleme, die uns hier nicht weiter stören, in Anführungszeichen sollen, beschäftigen sollen. Schauen wir, ob wir noch einige spielerische Raffinessen hier aufgetischt bekommen in den letzten 10 Minuten der Begegnung zwischen der Sowjetunion und der Tschechoslowakei. 5:1 führen die Sowjets. Makarov, Bykov, Svetlov, noch einmal Makarov und Tjumenev schossen die Tore, und Kasatonov wollte sich hier unter die Torschützen einreihen. Die sowjetischen Fans jubeln vergeblich. Der Pöck prallte nur an den Pfosten. Schiedsrichter Jupp Kompala macht das Zeichen. Kein Tor. Und ob er recht hat, sehen wir hier. Kasatonov. Richtig an der Stockhand vorbei an den Pfosten. Vielleicht noch zum Finanziellen. Die Weltmeisterschaften, die A-Weltmeisterschaften, das ist ein riesiges Geschäft, nicht nur für die League und für die teilnehmenden Nationen, sondern auch für den organisierenden Verband. Diesmal die Tschechoslowakei, im 86 werden es die Sowjetrussen sein. Die Weltmeisterschaft findet im 86 in Moskau statt, im 1987 in der B-Nation Österreich in Wien, und 1988 haben wir bekanntlich die Olympischen Winterspiele in Calgary, bis 88 also vorausgeplant, wo die A-Nationen spielen und wo der Weltmeister gekürt wird. Aber es ist ein riesiges Geschäft, diese Weltmeisterschaften vor ausverkauften Stadien mit außerordentlich großen Einnahmen. Und deshalb ist auch nicht darüber zu diskutieren, ob man vorderhand den Termin ändert dieser Weltmeisterschaften und auch ob man Modus ändert in der A-Gruppe des Internationalen Eishockeyverbandes.
Das ist also kein Diskussionsthema, wie vielleicht unter Ihnen, liebe Fernsehzuschauer, wohl schon, denn Eishockey im Mai, das kommt doch vielen Leuten etwas komisch vor, ist aber terminlich eben nichts anderes zu machen. Die Kanadier möchten am liebsten noch später, denn bei ihnen läuft ja die Meisterschaft immer noch und führt deshalb zu den bekannten Schwächungen des Nationalteams an der WM. Uvira. Schöner Pass von Liba, aber gut umsorgt der von ihm angespielte. Zwei Sowjets kümmerten sich um ihn, um Rusnak, der sich hinten die Scheibe jetzt aber wiederholt. Das Spiel ist jetzt sehr flüssig, wenig Unterbrüche, ein untrügliches Zeichen dafür auch, dass man jetzt spielt und spielen lässt und der Einsatz natürlich dem Ergebnis und den Umständen entsprechend einigermaßen sich in Grenzen hält. 5:1 steht es für die Sowjets, 12 Minuten und 27 Sekunden sind gespielt in diesem letzten Drittel. Liba, gutes Kombinationsspiel jetzt der Tschechoslowaken. Schön, wie immer wieder ein freier Mann angespielt wurde in Bedrängnis, bis schließlich Horžava abdrücken konnte. Dann Drozdecký. Und Liba versucht es noch einmal und Biljaletinov verhält 2 Minuten wegen Haken. Liba vom ersten Sturm, Igor Liba, der linke Flügel von Kosice, hält sich hier immer noch am Boden, respektive auf dem Eise auf. Und Bilja Letinov, der Mann mit dem langen Namen, sitzt auf der Strafbank. Wenn die Computerspezialisten für ihre Liste jeweils schauen, wie viel Raum brauche ich für die Spielernamen, dann nehmen sie immer Bilja Letinov und dann wissen sie, so viele Buchstaben brauchen wir, dann hat alles Platz, was wir hier drucken wollen, wo Bilja Letinov stehen kann. Da können auch sämtliche anderen 8x22 Spielernamen Platz finden. Und jetzt wollen wir schauen, ob das Powerplay besser klappt. Scheiba. Die Linie, die an sich als Checkerlinie eingesetzt wurde gegen den Larionov-Sturm. Mit Scheiba, mit Pasek. Und mit Lala vor allem, der hier angespielt wird. Diese Linie hat sich heute als die schnittigste Waffe im tschechoslowakischen Team herausgestellt und wird folgerichtig im Powerplay eingesetzt. Umso mehr, als bei den Sowjets Makarov und Krutov auf dem Eise stehen, auch in der Minderzahl. Lala hat hier völlig daneben getroffen. Aber herausgespielt war die Gelegenheit nicht schlecht. Fliegender Wechsel bei den Tschechoslowaken, bei denen nun Richter auf dem Eis ist, zusammen mit seinem Sparta-Prag-Kollegen Hrdina und dazu Rusička in der Mitte. Horžava. Rusička. Im Kampf gegen Gustarov. Und scheut sich jetzt bei den Sowjets also nicht, selbst die dritte Verteidigung einzusetzen bei diesem Minderzahlspiel.
Rostecki wurde angespielt. Bialetinov. Und dann gibt es 2 Minuten wegen Behinderung gegen einen Russen, gegen Tjumenev. Da hinten muss es passiert sein, irgendwo. Ja, hier vor dem Tor, da wurde Schindl etwas unsanft von einem sich allerdings nur wegrobbenden Tjumenev umgestoßen. Ja, am Anfang war da schon eine Art Crosscheck. Das ist im Zweikampf und im Zweikampf, besonders im Torraum, da hat der Torhüter seine Sonderrechte, da wird härter bestraft. Ich glaube, zwischen zwei Spielern hätte hier Kompala nicht durchgegriffen, aber wenn es um den Torhüter geht, der im Torraum das Heiligtum ist, dann ist diese Strafe durchaus berechtigt. 4 Minuten noch, im Moment 4 gegen 4 Feldspieler auf dem Eis. Horžava, der zwar kein SCH in seinem Namen hat, aber ein umgekehrtes Zirkonflex auf dem R, und das bedeutet dann, dass man hier ein J zusätzlich aussprechen muss oder soll, um korrekt zu sein. Ich sage das nur, damit Sie nicht glauben, wir könnten nicht lesen oder hätten einen Sprachfehler, denn auch das wurde schon geäußert. Muss noch 57 Sekunden draußen bleiben. Tjumenev noch 1,32. Applaus des Publikums heraufbeschwört hat. Antonin Stavjanja war der Mann, der hier noch einmal für eine Publikumsattraktion gesorgt hat. Jetzt läuft ihm allerdings Chomutov davon. Musil kommt wieder aufs Eis, die Tschechoslowaken 30 Sekunden lang jetzt mit einem Mann mehr. Lukas. Schwach der Pass von Horžava. Jetzt beide Mannschaften wieder mit Vollbestand und nur noch 2 Minuten bis zum Ende dieser Begegnung, in welcher uns die Mannschaft der Sowjetunion freundlicherweise, ist man versucht zu sagen, ein Drittel lang die Illusionen ließ. Die Tschechoslowaken führten durch Irji Lala ja mit 1:0 durch ein Tor kurz vor Ende des ersten Drittels, so dass die Sowjets trotz Aufdrehen keine Zeit mehr hatten, das Drittelsergebnis ausgeglichen zu gestalten. Umso mehr kamen sie dann im Mitteldrittel und erzielten durch Makarov, Bikov und Svetlov bis zur 7. Minute des mittleren Spielabschnittes die 3 Tore, die die Partie praktisch schon entschieden. Makarov kurz vor Ende des Mitteldrittels zum 4:1 und Tjumenev zu Beginn des Schlussdrittels zum 5:1 waren die weiteren Torschützen dieser Begegnung.
24 Sekunden dauert die Partie noch. Damit ist klar, die Tschechoslowaken bleiben auf ihren 9 Punkten. Gleich wie die USA haben die direkte Begegnung verloren. Im heutigen Abendspiel könnten die Kanadier mit einem Sieg über Schweden ebenfalls noch auf 9 Punkte kommen und die Tschechoslowakei damit dann sogar auf den 4. Rang noch abdrängen. Und das würde bedeuten, dass bereits übermorgen schon die Sowjetunion wieder gegen die Tschechoslowakei antreten würde. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir melden uns dann wieder um 20.30 Uhr mit dem Spiel, bei dem es bei den Kanadiern noch um den 3. Rang geht, weil auch sie gegen die USA ja verloren haben. Und bei einem Spiel, in welchem vor allem die Schweden schauen müssen, dass sie zu Punkten kommen im Kampf gegen den Abstieg, denn sie haben erst deren 4 und die letztplatzierte DDR deren 2. Klare Sache heute Nachmittag, die Sowjetunion schlägt die Tschechoslowakei mit 5:1, drittes Ergebnis 0:1, 4:0 und 1:0. Und das ist die Tabelle der Europameisterschaft, die hiermit abgeschlossen ist. Die Goldmedaillen an die Sowjetunion, die Silbermedaillen an die Tschechoslowakei und die Bronzemedaillen an die finnischen Spieler werden im heutigen Abendspiel in der Drittelspause dann überreicht. Die Schweden gehen auch europameisterschaftsmäßig leer auf. Das war's aus Prag. Wir melden uns wieder heute Abend. Auf Wiedersehen.